Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Wiegaura-Tipp. Diesmal habe ich für euch eine Wiegaura, die ich selber erstellt habe. Ich wollte immer eine Anzeige haben für den Heldentum und für den Kampfrausch, damit ich das einfach ein bisschen besser im Blick habe. Auf Vagu.io findet man auch einige Wiegauras, die das ganz nett machen, aber ich wollte auch gerne halt die Fraktionssymbole haben, also das Horde-Icon und das Allianz-Icon. Allerdings bringt Wiegauras nur das Horde-Symbol mit und das ist auch nicht mal so wirklich schick. Und ein Allianz-Symbol gibt es zum Beispiel gar nicht. Und da habe ich mir dann einfach gedacht, komm, ich erstelle die Icons einfach selber und bastel mir denn damit die Wiegaura. Wenn ihr nun diese Wiegaura gerne nutzen möchtet, müsst ihr vorab noch natürlich auch diese zwei Symbole einmal euch herunterladen und diese dann in eurem WoW-Ordner packen oder besser verschieben, damit halt die Wiegaura nachher im Spiel dann natürlich auch erkennt, wo sind denn die Symbole, die ich nutzen soll. Ansonsten habt ihr nämlich nachher sonst nur so grüne Kästchen. Den Link zu diesen beiden Symbolen, den findet ihr unten in der Videobeschreibung, genauso auch auf Vagu.io. Dort in der Beschreibung ist auch der Download-Link zu finden. Und ja, ihr werdet dann weitergeleitet zu Google Drive und oben rechts könnt ihr dann den Ordner herunterladen. Wenn ihr das dann getan habt, dann müsst ihr den Ordner noch entpacken, sei es mit WinRAR oder mit Windows selber. Und diesen Ordner dann, der muss dann in euren WoW-Ordner verschoben werden und zwar unter Retail. Interface und dann Add-ons. Und da kommt der Ordner dann rein und dann ist das Ganze auch schon fertig. Nun geht ihr dann wieder auf die Vagu.io-Seite und kopiert euch die Wiegaura dort und dann geht es auch schon ab ins Spiel. Im Spiel öffnen wir nun die Wiegaura-Einstellungen. Das können wir entweder einmal mit dem Minimap-Button machen oder auch über den Chat-Befehl mit /WA. Nun gehen wir oben dann auf Importieren und kopieren dann dort die Wiegaura in das neue Fenster rein, und zwar mit STLG und V. Jetzt können wir nochmal schauen, ob wir auch wirklich die richtige Wiegaura haben, welche Version es ist und so weiter. Und dann geht ihr unten am Fenster einfach nur noch auf Importieren. Fertig. Die Wiegaura ist jetzt eigentlich auch fertig, also die funktioniert jetzt auch gleich, wenn ihr natürlich auch die Symbole richtig verschoben habt und so weiter. Und ja, sobald jetzt halt irgendwie Heldentum oder Kampfrausch gezündet wird, sei es vom Mage auch Zeitkrümmung oder Trommeln oder vom Hunter, das der Begleiter, ne, die Kernhunde können ja auch Kampfrausch und so weiter. Wenn irgendwie in der Art was gezündet wird, bekommt ihr halt dieses Symbol, das ploppt dann auf und dann könnt ihr halt sehen, wie lange halt der Kampfrausch oder auch Heldentum dann halt noch läuft. Wenn ihr jetzt aber sagt, da fehlt mir aber noch ein bisschen was, ich würde gerne noch was einstellen an der Wiegaura, ich möchte die verschieben und so weiter, ist das kein Problem. Wenn ihr nun diese Wiegaura halt verschieben möchtet, klickt ihr einfach auf die Wiegaura, die erhält dann so einen grauen Rahmen und dann könnt ihr diese dorthin verschieben, wo ihr das gerne möchtet. Wenn ihr nun sagt, die Schriftart, also diesen Timer, da würdet ihr auch gerne noch die Schriftart ändern, die Größe machen, kleiner machen und so weiter, ist das auch kein Problem. Dafür gehen wir oben einmal rechts in den Tab Anzeige, dann scrollen wir ein bisschen weiter runter und bei Text können wir dann halt die Schriftart ändern, wenn wir das wollten und halt auch... Ja, neben der Schriftart könnt ihr dann auch noch die Größe der Schriftart ändern. Also wenn ihr halt den Zähler größer machen möchtet, ne, wenn er euch zu klein ist oder so. Wollt ihr insgesamt die Anzeige, also das Symbol und also die gesamte Wiegaura einfach vergrößern, die ist euch zu klein, ist das auch kein Problem, das können wir auch machen. Und zwar klicken wir dafür einmal auf die Wiegaura wieder, gehen dann oben in den Tab Gruppe und dann weiter unten findet ihr den Punkt Gruppenskalierung. Und dort habt ihr die Möglichkeit, wirklich die gesamte Wiegaura zu vergrößern oder auch zu verkleinern. Das könnt ihr natürlich auch machen. Wenn ihr nun möchtet, dass die Wiegaura zum Beispiel nur erscheint, wenn ihr in einem Kampf euch befindet oder nur aufploppt, wenn ihr euch in einer Gruppe oder einem Schlachtzug befindet, wenn ihr das so lieber haben möchtet, also die Wiegaura nicht immer sehen möchtet, wenn halt so ein Kampfrausch oder Heldentum gezogen wird, so ist es nämlich standardgemäß bei mir eingestellt, also wenn ihr halt die Wiegaura das erste Mal importiert. Auf jeden Fall könnt ihr das auch ändern und zwar in den Tab Laden. Dort habt ihr dann
die Möglichkeit, ganz oben, ja wie gesagt, schon die Wiegaura euch nur anzeigen zu lassen, wenn ihr euch in einem Kampf befindet. Oder auch rechts hier nur, wenn ihr euch in einem Bosskampf befindet. Das ist auch möglich. Und weiter unten habt ihr ansonsten auch noch die Gruppentypen. Da könnt ihr zweimal draufklicken, dann geht auch das ganze Menü einmal auf. Und ja, dort könnt ihr zum Beispiel auch einstellen, dass ihr die Wiegaura nur seht, wenn ihr in einer Gruppe seid. Oder nur seht, wenn ihr einem Schlachtzug euch befindet. Oder auch beides könnt ihr anklicken. Oder auch natürlich nur, wenn ihr in keiner Gruppe seid. Also dann seht ihr die, ja, die Wiegaura nur, wenn ihr halt alleine seid, ist auch möglich. Also wie ihr das nun einstellt am Ende, ist natürlich euch überlassen. Ne, das könnt ihr euch natürlich dann hier aussuchen. Ansonsten, wenn ihr sagt, nö, ich möchte die halt immer sehen, so wie das halt standardgemäß eingestellt ist, dann braucht ihr da natürlich auch nichts einstellen. Gut, sollten denn nur Fragen sein noch, dann gerne damit ab in die Kommentare. Ansonsten hören wir uns natürlich, wenn ihr möchtet, zum nächsten Video wieder. Bye, bye.